Wir blicken auf einen Trauerfall mit unserer Kollegin von der Tageszeitung Österreich, Andrea Lautmann. Schön, dass du bei uns bist. Wir haben für Sie folgende Meldung vorbereitet. Der österreichische Spitzenkoch Reinhard Gehrer ist tot. Am 12. April wäre Reinhard Gehrer 70 Jahre alt geworden. Nun ist der ehemalige Vierhaubenkoch am Mittwochabend wenige Tage vor seinem Geburtstag verstorben. Er hat an einer langen, schweren Krankheit gelitten. Andrea, was ist denn über die Todesursache bekannt? Welche Krankheit hatte denn Gehrer? Korrekt. Also wie gesagt, das ganze Land trauert, Familie, Freunde, Wegbegleiter, die ganze Spitzengastronomie. Deswegen trage ich heute auch schwarz. Ja, also bekannt ist, dass er gestern Abend kurz vor seinem 70. Geburtstag am Mittwoch wäre 70 Jahre alt geworden, nach langer, schwerer Krankheit leider verstorben ist. Und gestern Abend war er noch in einem Spital, hat mir sein Sohn Fabian erzählt und wurde entlassen. Und ja, leider weilt er jetzt nicht mehr unter uns. Das ist das, was bekannt ist. Das ganze Land trauert. Blicken wir auf sein Leben zurück. Ein Starkoch, den jeder kennt. Für was ist er denn so bekannt gewesen? Ja, Spitzenkoch sondergleichen. Also er war der jüngste Vierhaubenkoch von Gourmet ausgezeichnet mit nur 28 Jahren. Dann hat er 23 Jahre lang die Haube von Michelin quasi geführt im Corso im Hotel Bristol am Ring und hat das Palazzo geführt mit Toni Mörwald an der Seite, das Teatro. Also wirklich auch menschlich ein super Kerl. Nur leider ging es in den letzten Jahren ein bisschen bergab. Eine Pleitewelle hat die nächste gejagt, die Ehen gingen in die Brüche und zuletzt hat er Hundefutter. Wenigstens das, ja, konnte er sich ein bisschen, sag ich mal, retten und hat dann Hundefutter gekocht. Aber er war ein bisschen vom Pech verfolgt, leider. Du hast es gerade angesprochen, vom Pech verfolgt, Insolvenzen, ein quasi Stehauf-Manderl. Wie konnte er sich und sein Business dann doch immer wieder etwas retten? Naja, also wie genau, das ist mir jetzt auch nicht bekannt. Wie ich gerade schon erzählt habe, hat er jetzt wenigstens für Tiere dann gekocht, wenn es schon für die Zweibeiner nicht geklappt hat. Wenn zum Beispiel der Magdalenenhof am Bisamberg ist pleite gegangen, dann hat er mit seiner Ex-Frau das O in der Wiener Innenstadt eröffnet. Das lief dann auch nicht so. Also es schien, als hätte ihn eine regelrechte Pleitewelle verfolgt. Also er war vom Pech verfolgt. Ja, umso tragischer, dass er jetzt plötzlich verstorben ist. War im Vorfeld bekannt, dass er in dieser langen, schweren Krankheit gelitten hat? Oder warst du jetzt völlig überrascht, dass diese Meldung hereingekommen ist? Überrascht war ich nicht. Man hat gemunkelt, dass er erkrankt ist. Nur die genaue Ursache ist jetzt nicht bekannt. Aber man hat schon gewusst, dass es ihm nicht so gut ging. Seit wann hat er sich dann zurückgezogen? Was war über die letzten Monate seines Lebens bekannt? Ist er denn der Öffentlichkeit auch noch aufgetreten oder ist es dann eher still geworden? Naja, eher privat. Ich bin ja als Gastroinsider der Tageszeitung Österreich auch viel unterwegs, berufsbedingt, weil es mir auch sehr viel Spaß macht und ich natürlich auch mit den ganzen Gastronomen in Verbindung bin. Und ich habe ihn schon, also er ist mir schon ein paar Mal zufällig begegnet. Am Naschmarkt saß er gerne in Wien. War ein guter Gast und ich glaube, das war im September das letzte Mal im Umafisch. Der Besitzer hat Geburtstag gefeiert und er saß auch am Tisch, habe ich kurz mit ihm geplaudert und habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen, weil ich ihn lange Zeit nicht gesehen habe und er hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und ich muss sagen, er sah schon ein bisschen, ich will nicht sagen traurig, aber man hat schon gemerkt, dass er das ein bisschen abgebaut hat. Also da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Also doch etwas gezeichnet sozusagen. Leider, ja gut. Ich meine, wenn man so früh in die Spitzengastronomie, das ist einfach ein knochenharter Job. Ja? Und wer erfolgreich sein möchte, muss viel leisten und muss auch dahinter sein. Und ich denke, dass das schon sehr anstrengend war und dann leider Gottes diese ganzen Pleiten, das ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen und dann die Ehen haben auch nicht funktioniert. Ich denke, das war leider so ein Zusammenspiel von sehr viel Pech, was mir sehr fürchterlich leid tut. Wirklich. Blicken wir auf sein Privatleben. Du hast es erwähnt, die Ehen haben nicht funktioniert. Es war auch eine schillernde Figur, die auch immer da gerne von Seitenblicken dokumentiert wurde. Was wissen wir über sein Privatleben? Ich sag mal so, also das weiß jeder, die Ehe ist wie eine Lotterie oder das kann immer schief gehen. Ja? Also da sind beide dran beteiligt. Was ich weiß, dass er immer sehr gut zu seinen Frauen war. Also er hat sich immer sehr gut auch nach den Scheidungen gekümmert. Und ja, also das kann man nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Privatleben, da war keiner dabei. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht drüber urteilen. Ich kann nur sagen, dass ich ihn immer als sehr positiv empfunden habe. Sehr, sehr charismatisch, sehr höflich, nett. Und ja, also ich bin sehr traurig darüber und jetzt mal schauen, wie es weitergeht, auch mit seinen Betrieben oder
ja, mit dieser Hundefuttergeschichte. Und jetzt muss erstmal die Familie und Freunde und Wegbegleiter das jetzt erstmal sacken lassen. Und ja, also auch sehr schwer für seinen Sohn Fabian. Das sind natürlich viele Fragen offen, wie es konkret mit seinen Betrieben weitergeht. Das kann man im Moment noch nicht sagen. Wir werden das natürlich weiterhin im Auge behalten. Ich glaube, das ist jetzt auch die geringste, das geringste Problem. Wenn jemand stirbt, das ist immer schlimm. Und also, ja. Dankeschön, Andrea, für den Rückblick auf sein Leben. Kochlegende Reinhard Gehrer ist kurz vor seinem runden, dem 70. Geburtstag verstorben, nach langer, schwerer Krankheit.